Der BVB buhlt offenbar um die Dienste des deutschen Außenverteidigers Robin Gosens von Atalanta Bergamo und Real Betis macht die Verpflichtung von Ausnahmetalent Diego Laines offiziell. Hier gibt's die heißesten News und Gerüchte vom Transfermarkt am 11. Januar. Nach Informationen von Sky Sport Italia ist der BVB an einer Verpflichtung des deutschen Robin Gosens von Atalanta Bergamo interessiert. Der 24-jährige Außenverteidiger hat sich dort dank seiner starken Leistungen zum Stammspieler entwickelt und stand in der laufenden Saison bereits in 15 Spielen auf dem Feld. Bis zu seinem 18. Lebensjahr spielte Gosens für den VfL Redl in der Landesliga, ehe er nach einem gescheiterten Probetraining bei Borussia Dortmund 2012 zu Vitesse Arnhem in die Niederlande wechselte. In der Eredivisie machte er sich aufgrund seiner Flexibilität schnell einen Namen, da er ebenfalls im linken sowie zentralen Mittelfeld einsetzbar ist. 2017 zog es ihn schließlich nach Italien, wo er in Bergamo einen Vertrag bis 2020 unterschrieb. Seiner Rückkehr nach Deutschland stand Gosens jedoch immer offen gegenüber. Die Bundesliga ist aber auf jeden Fall das Ziel, ein echter Traum, verriet der Außenverteidiger einst T-Online. SEB plant Wintertransfers, Kandidaten und warum sie helfen könnten. Beim Thema Neuzugänge dreht sich beim FC Bayern fast alles um Callum Hudson-Odoi. Der Rekordmeister will das Chelsea-Juwel im Winter locken. Doch bastelt der FCB im Hintergrund an einem anderen Überraschungsdeal? Spox fasst die FCB-Gerüchte zusammen. Wie die Sportbild berichtet, hat der FCB sein Interesse an Adrien Rabiot von PSG intensiviert. Informationen des französischen Radiosenders RMC und Sky zufolge gab es in den letzten Tagen bereits Gespräche mit dem Tuchel-Club sowie mit Rabiots Mutter. Salihamidžić äußerte sich auf das Gerücht angesprochen vielsagend. Sie wissen ja, wie der Transfermarkt ist. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten, so der Sportdirektor zur Bild. Rabiot ist ein interessanter Spieler. Die Gerüchte kommen insofern überraschend, als dass sich der Mittelfeldspieler dem bisherigen Vernehmen nach mit Barcelona über einen Wechsel einig war. Tatsächlich soll aber noch keine Entscheidung gefallen sein. Außer, dass er unbedingt weg will. Dennoch ist unklar, ob Rabiot im Winter oder erst zum Saisonende, wenn sein Vertrag ausläuft, wechselt. Bayerns Chance ist insofern da, weil Barca und PSG seit dem Neymar-Deal nicht gut aufeinander zu sprechen sind. 10 bis 20 Millionen Euro würde er wohl kosten. Benjamin Pavard, der erste Transfer steht indes bereits fest. Benjamin Pavard wechselt vom VfB Stuttgart an die Isar, allerdings erst im Sommer. Kostenpunkt 35 Millionen Euro. Der Franzose erhält einen Vertrag bis 2024. Das bestätigte Sportdirektor Hassan Salihamidžić im Wintertrainingslager in Katar. Er ist ein junger Spieler, der Weltmeister ist. Wir sind sehr froh und stolz, dass wir einen solchen Spieler für den FC Bayern gewinnen konnten. Und sonst, Callum Hudson-Odoi 18, FC Chelsea, Vertrag bis 2020. Es ist kein Geheimnis mehr, dass der FC Bayern den Flügelstürmer verpflichten möchte. Der Engländer soll die alternde Flügelzange der Bayern erneuern. Die Zeit von Arjen Robben und Frank Ribéry neigt sich dem Ende zu. Nachdem Robben seinen Abschied bereits verkündete, deutete Salihamidžić das letzte Jahr von Ribéry beim FCB an. Es wird wahrscheinlich das letzte Jahr von Frank. Lassen wir es dabei. Salihamidžić bestätigte das Interesse an Hudson-Odoi im Rahmen des Trainingslagers in Doha. Nach Informationen von Goal und Spox liegt die gebotene Summe nach drei gescheiterten Angeboten 15, 22, 33,5 Millionen Euro, mittlerweile bei 39 Millionen Euro. Er ist ein sehr interessanter Spieler, den wir unbedingt verpflichtet wollen. Er hat die Qualitäten, die zu unserem Spiel passen. Er ist dribbelstark und hat einen starken Zug zum Tor.
Er hat großes Potenzial, so Salihamidžić. Chelsea-Coach Maurizio Sarri kämpft um einen Verbleib des Shooting Stars. Er ist ein sehr wichtiger Spieler, so Sarri. Die Liebesbekundungen kommen aber offensichtlich zu spät. Hudson-Odoi strebt einen Wechsel zum FCB an. Lucas Hernandez, 22, Atletico Madrid, Vertrag bis 2024, der Marca zufolge will der FCB die Ausstiegsklausel 80 Millionen Euro des variablen Verteidigers ziehen und ihn mit einem Vierjahresvertrag ausstatten. Ich würde in Erwägung ziehen, morgen zu gehen, wenn ein Projekt mich interessiert, sagte Hernandez gegenüber Le Figaro. Atletico-Boss Miguel Angel Gilmarin schloss zuvor im Gespräch mit Spox und Goal aber einen Wechsel des 22-Jährigen im Winter aus. Man werde sich aber mit dem FCB zu Verhandlungen treffen. Timo Werner, 22, RB Leipzig, Vertrag bis 2020, sein Name fiel schon häufiger in Verbindung mit den Münchnern. Die Gerüchte nehmen wieder an Fahrt auf, weil Werner einen alles andere als glücklichen Eindruck in Leipzig macht. Nach dem Europa League-Aus gegen Rosenborg beschwerte sich Werner über die vielen Startelfwechsel von Rangnick. Das Verhältnis zwischen den beiden ist angespannt. Wie Spox und Goal wissen, zögert Werner auch deshalb mit einer Vertragsverlängerung. Der Nationalspieler weckt bei vielen Top-Clubs Begehrlichkeiten. Die Bayern dürften gute Chancen haben, wenn sie bei Werner ernst machen. Bisher war das nicht der Fall. Der 22-jährige Elfbolitor würde der FCB-Offensive einen Qualitätsschub verleihen. Schwierigkeiten, sich beim FCB einzufügen, hätte er nicht. Werner spielt im DFB-Team mit einigen FCB-Stars zusammen. Der große Haken, Leipzig würde sich im Winter wohl kaum auf Verhandlungen einlassen. Salihamidžić und Co. stehen vor einer Mammutaufgabe. Werner selbst befeuerte nach der 0:1-Niederlage gegen die Bayern die Gerüchte im Gespräch mit Sky, wenn man bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein in Frage, wo man hinwechseln kann, erklärte der 22-Jährige. Nicolas Pepe, 23, OSC Lille, Vertrag bis 2022, so etwas wie der Newcomer der Saison in Frankreich. Mischt die Liga eine ordentlich auf 12 Tore, 7 Vorlagen und wird schon von diversen England-Clubs umworben. Laut Sportbild beobachtet ihn auch der FCB. Aber auch Pepe wäre richtig teuer. Lilles Sportdirektor Luis Campos verlangt angeblich 80 Millionen Euro. Außerdem haben die Bayern ja ohnehin schon Hudson-Odoi an der Angel. BVB vor Transfer von Leonardo Baler. Der Wechsel von Leonardo Baler, die von den Boca Juniors zu Borussia Dortmund, ist offenbar fix. Das berichtet die Sportbild. Demnach haben sich beide Clubs auf eine Ablösesumme in Höhe von 16 Millionen Euro für den 19-jährigen Verteidiger geeinigt. Baleri soll beim Bundesliga-Spitzenreiter einen Vertrag bis 2023 unterschreiben. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hatte einen Transfer im Defensivbereich zuletzt als denkbar bezeichnet, weil Manuel Akanji eine längere Pause droht. Baleri lief bislang 5-mal für Boca in der Liga auf. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis Sommer 2021. Anfang kommender Woche soll er in Dortmund den Medizincheck absolvieren. Sportdirektor Michael Zorc wollte den Vollzug angesprochen auf die neuen Gerüchte im BVB-Trainingslager in Marbella am Freitag nicht bestätigen. Es gibt aktuell viele Meldungen, wiegelte Zorc im Gespräch mit Journalisten ab. VfB Stuttgart macht offenbar bei Galatasaray-Talent Kabak ernst. Wie die Sportbild berichtet, macht der VfB Stuttgart bei der Verpflichtung von Galatasaray-Talent Ozan Kabak offenbar ernst. Demnach sollen die Schwaben ein Angebot in Höhe von 11 Millionen Euro für den 18-Jährigen abgegeben haben. Der Außenverteidiger läuft seit letztem Sommer für die Profimannschaft der Türken auf, nachdem er sich über den Jugendweg nach oben arbeitete.
laufenden Saison kam der U18-Nationalspieler in insgesamt 17 Partien zum Einsatz. Real Betis verpflichtet mexikanisches Talent Diego Lainez. Wie Real Betis und Club America am Donnerstagabend verkündeten, wechselt das mexikanische Ausnahmetalent Diego Lainez mit sofortiger Wirkung zum Tabellensechsten der Primera División. Laut den Andalusiern unterschreibt der 18-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2024. Für den zweifachen Nationalspieler überweist Real Betis eine Ablösesumme von rund 14 Millionen Euro an Club America, was ihn zum teuersten Mexikaner macht, der je aus Mexiko nach Südamerika wechselte. In der bisherigen Saison kam der Linksaußen für Club America in wettbewerbsübergreifend 18 Partien zum Einsatz, in denen er 5 Tore erzielte sowie ein weiteres auflegte. Punkt. Diego Lainez Leistungsdaten für Club America 2018 19. Wettbewerbsspiele Tore Vorlagen Gelbe Karten Liga MX Apertura 103 bis 1 Liga Apertura 52 Copa MX Apertura 3 bis 12